Servus, willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr wisst ja, dass ich immer mal auf der Suche bin, so ein bisschen nach neuen Bands oder so. Und wenn ihr sehen wollt, was der Schwab Neues entdeckt hat, dann bleibt dran und wir sehen uns nach dem Intro. Servus, willkommen auf meinem Kanal Secrets on Menü. Ja, ihr wollt bestimmt nicht sehen, was ich Neues entdeckt habe. Ja, und zwar habe ich das bei Napalm Records entdeckt. Und das ist nämlich diese Band hier, das machen wir gleich auf. Das ist die Holzbox Hail the Abyss von Zulkandra. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, dann müsst ihr mir echt verzeihen. Und das ist dieses schöne Stück hier. Und das ist rausgekommen, das haben wir aufgeschrieben, am 19.05.23. Aber das habe ich auch jetzt so erst ein bisschen gefunden, die Band, wo ich da wieder so ein Video und so durchguckt habe bei Napalm Records. Und das ist echt richtig geil. Das ist so Melodic Death Metal aus München, sind die. Ja, aus Deutschland. Und ich habe die Band wirklich davor nicht kennt. Ich kenne hier jetzt auch nur von dieser Box ein Video. Und das war das As I Walk Through the Gateway. Also, und das ist wirklich geil. Es gefällt mir richtig gut. Das Lied hat Power, geiler Gesang, geile Drums, geile Riffs. Echt genial. Und da haben wir gesagt, und diese Box hole ich mir mal. Weil das ist eine Holzbox. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt einfach mal auf. Von dieser Band. Ich hoffe, ich spreche es echt immer richtig aus. Zulkandra. Und jetzt würde ich aber sagen, jetzt starten wir einfach und machen das Ding hier einfach auf. So. Also, eingeschnitten habe ich das wieder. Das wisst ihr ja, das Prozedere. Und dann machen wir das hier einfach mal auf. Hey. Und also ich finde das Lied echt hammergeil. Wirklich auch die Musik absolut top. Und das ist mit Sicherheit nicht die letzte Vinyl oder das letzte Album, wo ich mir von dieser Band hollere. Weil die absolut echt, also hammermäßig finde ich das, was die Jungs abreißen, absolut top. Aber jetzt machen wir mal dieses schöne Stück hier auf und gucken da mal rein, was da drin ist. So, und das ist dieses schöne Stück hier, eine Holzbox, wieder hammergeil, wirklich absolut super gemacht, hey. Und jetzt zeige ich euch mal diese Vorderseite. Und wie gesagt, Melodic Black Death Metal, ja, ist das, aus München, 2003 gegründet. Und diese Box ist limitiert auf 500 Stück. Also, bin ich echt mal gespannt, hey, wie die ganze Scheibe so ist. Und auf der Rückseite ist jetzt nichts drauf. Und jetzt machen wir das einfach mal aus. Und die ist wirklich geil und schwer, diese Holzbox. Echt absolut top, hey. Genial. Wie gesagt, ich habe von der Band davor, ich kenne keine Alben von der Band davor oder so. Ich habe jetzt nur auch das eine Lied gehört und ihr wisst ja, ich lasse mich jetzt überraschen und dann kann ich ja vielleicht mal so ein Review machen, wie mir die Band gefallen hat, also die ganze Scheibe, diese hier. Aber ich denke, wie gesagt, mit Sicherheit wird es nicht die letzte Scheibe von dieser Band sein, wo ich mir holle, weil ich es absolut geil finde. Das Video ist absolut genialer Wahnsinn. So, und jetzt machen wir das schöne Stück hier mal auf und da, so liegt es hier drin. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. So sieht die Box offen aus. Und wirklich auch eine wunderschöne Holzbox. Hey, absolut geil. So. Also, jetzt holen wir mal das Ding hier raus. So, was ist das hier alles? Machen wir einfach nacheinander mal hier. So. Also, und das geht los mit diesem hier. Ah, das ist ein Record Butler. Und der sieht auch richtig geil aus. Also da kann man den kann man zusammenfalten und dann kann man praktisch die Vinyls nehmen. Das ist hier so, ja, so ein Stoffüberzug, das halt, dass man nicht mit den Fingern hinlangen muss. So sieht's innen drin aus. Auch nochmal mit dem Schriftzug. Absolut geil. Super. Sowas habe ich noch gar nicht daheim. Das ist jetzt meine erste Box oder mein erstes Ding, wo ich hab da noch so einen Record Butler. Habe ich noch keinen. Auch echt cool, finde ich klasse. So, und was ist das hier?
Ah, okay, das ist Download Code. Okay, das ist dieser hier, Download Code. Ja. Zeig mir halt mal so. Normalerweise brauche ich den nicht. Aber das ist hier auch dabei. Absolut top. So. Und was ist das hier? Ach du großer Gott. Was für ein dickes Ding hier. Das ist das hier. Auch cool. Ich mach's mal auf. Nicht, dass das hinter dem Spiegel oder so. Cool. Ja. Und auch mal die Rückseite. Seht ihr das auch mal hier? Also ich bin echt mal gespannt, wie das ganze Album ist. Und wie gesagt, also ich denke, dass es nicht die letzte Scheibe sein wird, wo ich mir echt von denen hol. So, jetzt gucken wir da mal rein. Oh, okay, das sind Noten. Ja, das habe ich schon, das ich glaube, das, wie sagt man da, das habe ich mir aufgeschrieben, Gitarren-Tabulaturbuch. Okay, das sind also lauter Noten drin, dass man es mit der Gitarre nachspielen kann. Absolut okay für jemanden, der wo Gitarre spielt. Das tue ich leider nicht. Gitarre spiele ich leider nicht, aber dafür Schlagzeug. Geil, okay. Muss ich mal mit einem von meinen Jungs schwätzen, ob die da mal was nachspielen können. Warten wir es ab. So, und was kommt als nächstes? Okay, muss ich aufschneiden, muss ich es in mein Messer holen. Ich denke, das wird jetzt heute nicht zu lang dauern mehr, das Unboxing. Und was ist das hier? Ich tippe mal, das ist eine Single. Gucken wir mal an. So, und weg damit. Und das ist dieses schöne Stück hier. Die Single mit zwei, glaube bis daher, bis dato unveröffentlichte Songs, wo hier drauf sind. Zwei Stück. Und ich muss schon wieder meine Taschenlampe holen. Ich muss bloß das ein bisschen so rummachen. Das ist Black Sun Aeon und Legions of the Black Flame. Also ist hier drauf. Okay. Zwei unveröffentlichte Songs. Also warten wir es mal ab, bin ich mal gespannt, wie diese Songs klingen und wie diese sind. Auch echt top. Und das, holen wir mal raus, geht ein bisschen schwer. Hatte sich halt bei den Singles immer, ja, keine gefütterte Innenhülle. Aber das ist halt bei den Singles so. Und das ist eine schwarze. Und die sieht so aus. Also einfach die schwarze Single hier. Cool. Aber wie gesagt, ich habe von der Band sonst wirklich noch nichts gehört. Noch gar nichts. Könnt ihr mir ja mal einen Kommentar schreiben oder so, was ihr meint zu dieser Band. Wie ihr die findet. Aber ich finde es echt klasse, das Video. Und ich hoffe auch die ganze Scheibe. Aber ich denke, die ganze Scheibe ist genauso gut. Und jetzt holen wir die nämlich mal raus. Und das ist dieses schöne Stück hier. Muss ich ein bisschen umkippen, dass die rauskommt. Aber was für eine geile Holzbox auch echt. Also super, richtig auch edel gemacht, hey. Echt top. Absolut geil. Auch mit dem Druck hier. Absolut genial. So. Also schneiden wir mal das schöne Stück hier auf. Das ist ein Gatefold. So, machen wir auf. Wie gesagt, die Box ist limitiert auf 500 Stück. Und jetzt gucken wir da mal rein. In diese Vinyl. Oh. Das klebt ein bisschen. So. Oh, aufpassen, aufpassen. Die Vinyl liegt innen drin. Geil, super. Gibt's wenig, keine Einrisse hier im Cover oder in dem Gatefold. Und das sieht so aus. Hail the Abyss. Cool. So sieht's mal aufklappt aus. Top. Absolut geil. Und hier innen auch noch mit den Texten drin. Auch richtig genial. Absolut top. Aber ich glaube, das ist nur eine Vinyl, das sind keine zwei.
Und wie viele Songs sind hier drin? Credits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was heißt drin? Drauf auf diese Scheibe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Songs. Ja, absolut geil. Und auch das Artwork richtig geil. Sieht super aus, echt. Absolut genial. Wirklich top. Also ich bin echt mal gespannt, hey, wie die ganze Scheibe ist. Aber das kann ich euch ja mal erzählen. Und hier wieder Pluspunkt, gefiederte Innenhülle. Absolut geil. So, und jetzt holen wir mal die Vinyl raus. Okay. Also auf jeden Fall sieht sie gleich vom ersten Blick an echt sauber aus. Ja. Kein Dreck oder so drauf. Absolut top. Und das ist diese hier in Blau. Also ist gleich durchschimmernd. Echt geil, auch super, hey. Sieht cool aus. Auch top. Ja, ich stehe auch auf solche farbige Dinge hier einfach. Echt geil. Und wenn dann die Musik auch noch so geil ist, hey, wie der eine Song, As I Walk Through the Gateway, echt absolut. Wie gesagt, wenn die LP so ist, hey, dann ist das hundertprozentig, die ist bestimmt geil. Und das, dann ist das nicht meine letzte Scheibe von dieser Band. Also echt hammergeil. Mir gefällt's echt richtig gut. Klar, das ist immer Geschmackssache Musik. Gucken wir mal. Nein, da liegt nichts mehr drin. Die Texte sind ja hier auf dem Gatefold drauf. Okay. So. Und es war jetzt eigentlich schon, ja, die kleine Vorstellung von der Band Sulcandra aus München. 2003 gegründet. Und diese wunderschöne Holzbox hier, Hail the Abyss, echt absolut top, sieht richtig geil aus. Ihr seht, da war jetzt die Vinyl drin, die Single war drin, ein Downloadcode noch und das, ja, dieses Gitarrennotenbuch hier und der Record Butler. Absolut top, echt Melodic Black Death Metal aus München. Ich bin echt mal gespannt, wie dieses ganze Album ist. Und vor allem auf jeden Fall, die Holzbox ist schon mal echt gigantisch, aber es geht ja nicht um die Box, die Musik soll geil sein. Und ich denke, dass die wirklich geil ist, die Musik von den Jungs. Und wie gesagt, das ist bestimmt nicht die letzte Scheibe, wo ich mir von denen hole. Und ihr seht, das war jetzt so ein kleines, schnuggeliges, kurzes Unboxing von dieser neuen Box, wo ich mir zugelegt habe, von Napalm Records. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, kurz und schnuggelig. Und ich sag danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Ja, jetzt im Sommer da, ja, wird's ein bisschen weniger. Aber ich guck schon, dass immer ein paar Videos kommen. Wenn halt was Gescheites rauskommt, was Neues, dann kommt auch immer ein Video dazu. Aber in diesem Sinne, wisst ihr, was ganz zum Schluss wieder kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne, Hoshis!